Schauen wir mal. War hier nicht irgendwas mit so? Langsam mal irgendeine geilere Attacke als Glutball. Ich will irgendeine Feuerattacke, die richtig reinhaut jetzt langsam. Autsch. Na gut, wir müssen in Tengu. Alter, was ist das? Die mögen doch keine Blitze. Fliegende Viecher mögen doch eigentlich keine Blitze, oder? Oh, die dürfen zuerst, das ist aber gemein. Die Kami-Katze, das ist ja cool. Ach du Scheiße, war das schlecht. Boah, die halten aber was aus. Sehen wir es mal zu, dass das eine Viech den Geist aufgibt. Machen wir mal Wasser. Oder ne, warte mal, nehmen wir... Ja, soll die... Und dann machen wir mal einen Tornado. Tornado ist doch schlecht für fliegende Viecher. Schon wieder eine Kami-Katze. Genau, ja. Yeah. Wie viel haben die denn? Boah, irgendwas mit 300, 400 oder so. Ich will nicht gegen die anderen kämpfen, die sind blöd. Oh, das kenne ich doch irgendwo her. Warte mal, machen wir erstmal hier weiter. Jetzt. Hammer, das ist so eine Kiste. Aha, also da komme ich zum Ausgang mit. Ja, will ich aber gar nicht. Vielleicht will ich ja hier bleiben und irgendwie verrecken auf diesem Scheißberg. Ja, weil hier kann man nämlich auch keine Bomben drauflegen. Von daher. Ja, genau. Nee. So, und dann holen wir uns erstmal das Kistchen. Lebenssaft. Hey, ich hätte dann lieber ein bisschen mehr wieder Mutschub oder Speedy-Saft oder so ein Scheiß. Das vermisse ich so ein bisschen in letzter Zeit. Moch. Genau. So, und jetzt müssen wir wieder zurück. Und dann dadurch so. Und können dann da erstmal in das Geheimnis. In das geheimnisvolle Loch in der Wand. Klasse. Ich weiß nicht. Können wir es mit Steinen nicht langsam totschmeißen? Nee, das kann ich nicht riskieren, ey. Geht 3 runter. Okay, Deal. Machen wir.
Also es ist mir sehr wichtig, dass Selan möglichst als erstes schlägt, denn falls irgendwie in der Runde davor irgendeine Scheiße passiert ist, dass der einen voll verletzt hat oder so, dass man auf jeden Fall noch aufladen kann. Mäh, wie war denn das jetzt hier? So, und dann hier lang und hier und hier. So. Dass man da auf jeden Fall noch vorher heilen kann, bevor derjenige dann abkratzt. Das sieht aber irgendwie scheiße aus da unten. Okay. Okay. Oh, alles klar. Müssen wir dann die Zornpunkte nutzen und sie wieder aufladen mit Magiepunkten. Denken wir mal, das wäre ganz gut. Yay. Ich will diesen Necronomi-Wichser hier mal platt machen. So schwer sind die gar nicht. Oh. Das ist schön. Bomber ist immer geil. Zack. What? Schattenaura. Okay. Schauen wir mal, ob das jetzt so gut war. Einmal müsste reichen. Brauchen wir nicht schon wieder Bomber benutzen. Yo. Ja, genau, alles klar, erledigt. Psychosaft, yes! Oh, dann kämpfe ich öfter gegen die, wenn die solche geilen Sachen ausspucken. Erhöht Intelligenz. Um 3. Na ja, gut, besser als nix. Mit dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Oder wie war das? Hier kriegt ein Tornado voll in die Fräse. Okay, erledigt. Dann brauche Annie auch noch Magiepunkte verballern. Yes. Der Feuerdolch war für Anfänger, jetzt kommt das Profigerät. Okay. Ach du Scheiße, nee, oder? Das kann ich nicht machen. Das ist ja unterirdisch. Nee. Nee, niemals. Wer es glaubt, Alter, ich spinne doch wohl. Ich habe auch mal irgendwo ein Lösungsbuch, glaube ich, ausgeliehen gehabt dafür. Also da wüsste ich gern, was da jetzt drin steht zu solchen Dingern. Schön, dass man für die ein wirksames Mittel hat. Dann kämpfe ich gerne gegen die. Ich glaube, ich muss sie erstmal voll machen. Machen wir sie ganz voll. Passt schon.
Stimmt ja. Völlig vergessen. Die sind doch so kacke, die Viecher. Na los. Der ruft eh gleich Verstärkung. Oder auch nicht. Und gegen den Grizzly will ich nicht kämpfen. Schlüssel. Raus damit, du Sau. Aber jetzt können wir, glaube ich, da war nichts mehr, oder? Nee. Jetzt können wir hier nämlich so runter. Ah komm, Necronomie-Dings, da kloppen wir uns doch gerne mit. Was war gegen die gut? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht Wasser, weil die mal echt duschen gehen sollten, so wie die Klamotten von denen aussehen. Naja. Jetzt habe ich aber Angst. Tornado. Habe ich mir fast gedacht. Oh mein Gott. Wieso ruft denn immer gleich zwei Verstärkungen? Ein Ghoul. Aber der Zombie von vorhin ja besser. Genau. Und Jay, das ist so geil. Ich kämpfe jetzt nur noch gegen die Viecher. Schon wieder im Psychosaft. Ich hätte einfach auf Sortieren drücken können, fällt mir gerade ein. Das ist sehr geil. Ah ja, genau. Ich finde es echt cool, was es hier so für Möglichkeiten gibt. Waren wir hier, müssen wir jetzt hier... Ne, warte mal. Waren wir jetzt bei dem anderen hochgegangen oder waren wir hier? Ne, wir waren hier hochgegangen. Kämpfer gegen den nochmal. Gibt ja gut XP und so schwer ist er ja nicht. Ich wollte mal schauen, was da rechts war. Denn wenn ich mich recht entsinne, kommt man von rechts nach links nicht rüber, aber von links nach rechts. Mal schauen. Genau, weil sonst muss man ihn nämlich hier rüberschieben und dann ist er ja Feierabend. Gegen den will ich nicht kämpfen, er ist ein Arsch. Blöd. Das ist so blöd. Da habe ich mir am Anfang einen abgebrochen. Ich glaube, das war jetzt nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich eine Kurve machen, aber gut. So. Klasse, ein Drachenei. Na. Kraftring, der wird interessant. Flugaxt, mal schauen. Furie. Naja, sie braucht den wahrscheinlich nicht.
Nee, dann nehme ich den. Weil bei Guy sonst die Bewegung wieder runtergeht. Da hatten wir, glaube ich, schon mal Abstriche gemacht. Oh, kann das sein, dass ich schon wieder irgendwo dran vorbeigerannt bin? Ey, scheiße, warte mal. Komme ich hier überhaupt? Da ist noch eine Tür. Da ist die Tür mit Schlüssel. Warte mal, jetzt gehen wir erst nochmal hier runter. Ah ja, alles klar. Dann macht das natürlich Sinn. Dann haben wir das nämlich auch schon abgefrühstückt. Ich würde jetzt mal fast behaupten, wir müssen erstmal oben lang gehen. Weil wenn man da rüber kann... Schauen wir erstmal, weil da, wo man mit dem Schlüssel durch muss, da muss man ja definitiv durch. Dafür braucht man ja den Schlüssel. Wenn man das umgehen könnte, müsste man diesen Schlüssel ja gar nicht erst finden. Und daher, denke ich mal... Ah ja. Kapselmonster Radini schließt sich an. Ja, genau. Ich würde mir jetzt auch irgendwas fragen. Genau, es heißt Fran. Wahrscheinlich Englisch dann, Fran. Ich würde mir auch bestimmt irgendwas in mein Team stellen, was aussieht wie ein Gemüse. So, voll bedrohlich und so. Ach nee, da war ja ein Geheimnis. So, lasst mir in Ruhe, ich hasse euch. Bäh. Hier, den will ich haben, komm her. Autsch, nein, bitte nicht. Ah, okay. Burn, Baby, burn. Die Viecher kannst du echt verbrennen, ey. Ihr dürft mir gerne wieder hinterher einen Intelligenzsaft ausspucken. Das fände ich echt super von euch. Voll Knorke. Wie gut, dass ich voll Angst habe vor diesen Skeletten. Mit ihrem pinken Penis. Skeletor! Oh.